Hallo YouTube und willkommen zurück auf dem Kanal von XD Gaming 1. Wir spielen heute Stormworks Build and Rescue. Ich hoffe, manche kennen das von euch schon, weil ja. Meine Freunde aus der Schule, also niemand wirklich, niemand kennt das. Alle noch Fortnite. Aber ja. Wir haben das jetzt schon mit dem Boot angefangen zu bauen. Und das mache ich jetzt heute weiter. Mal gucken, was besser wird. Ich habe was vergessen. Vorsicht, gleich wird es laut. So. Also. Ja. Ich dachte gerade, bei uns regnet jetzt hier. Also im Spiel. Okay. Okay, wir sind jetzt zurück bei unserer Crater Base. Hier haben wir noch nichts, das ist gut. Dann haben wir auf Workshop, auf Workbench. Und dann haben wir hier unser Boot schon. Sieht bis jetzt noch kacke, langweilig und übelst hässlich aus. Heute machen wir, wir machen die elektronischen Sachen für die Brücke. Und natürlich die Brücke auch, weil was wollen wir mit elektronischen Sachen der Brücke, wenn wir nicht mal eine Brücke haben? Okay. Na, hier ist ein zweiter Elektrogramm. Ich habe vergessen, die Spiegelung auszumachen. Zumal zwei, aber. Ich könnte daraus einen Equipment Room machen. Oder? Oder hier Equipment rein. Oder beidseitig Equipment, aber ich denke, ich mache eher. Ich mache hier einen Equipment Room rein. Wisst ihr, was cool wäre, wenn man im Spiel, also wenn man so rausgeht und so auch bauen könnte? Das wäre auch geil. Also nicht in dieser komplizierten Workbench, wo man jedes Mal dann diese Kamera hat, die es nicht mal schafft, so dazustehen, wie der Spieler selber es möchte. Aber naja, es geht schon. Es geht. Ja. Also das brauchen wir jetzt nicht mehr, das auch nicht mehr, das nicht mehr. Das nicht mehr. Türen könnte man nochmal brauchen, aber das brauchen wir es gerade immer so. Das schmeiß ich jetzt erstmal hin. Dann werden wir mal als Equipment Feuerlöscher. Medkit, also Verarztungskoffer. Nicht, also man hat es deswegen kann es auch benutzen. So. Für diejenigen, die dann möchten, dass das Schiff fliegen lernt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Damit es eine gerade Zahl ist. Sechs. Ja, wir müssen noch eine Leiter machen. Das ist ja das, was ich voll vergessen habe. Machen wir mal. Hier. Dann nehmen wir. LA, Entschuldigung. Das war gerade das Mikrofon. LA, dann kommt lauter. Leiter. 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 Mein Gott. Perfekt, aber hier oben müssen wir noch mal eins wegmachen. So. Und dann machen wir das raus. Und das nicht mehr. Machen wir es so. Gehen wir so runter und suchen uns jetzt eine Tür. Und zwar eine ganz bestimmte. Hm.
mach's halt auch noch extra kompliziert, oder was? Mach dahin. Und klatsch. Und mir ist aufgefallen, diese Reihe hier. Braucht man nicht. Könnte man auch nicht brauchen. Weil man hier noch eine Reling dran machen muss. Ach, da ist F. So. F in die Kommentare. Wie ich einfach erst nach ein paar Monaten verstanden habe, was F bedeutet. Aber das kann ich irgendwann anders mal erklären. Warum hat das jetzt gerade nicht gebaut? So. Darf ich mir noch was einfallen lassen? Blitzidee. Wie es dann immer bei den Spielen so ist, dass es nie so ist, wie der Spieler haben möchte. So. Den brauchen wir noch. Dann einmal gehen wir runter zu Reling. Corner piece, edge, brown edge, end, oder das end, ist doch egal. Ja. Da ist eine hundertprozentige Chance, dass ich hier das Schiff wahrscheinlich so klein gemacht habe, dass das jetzt... Ich brauch trotzdem ein Eck. Ein Corner sein. Natürlich ist es das Falsche. Nehmen wir mal das und hoffen. Auch nicht. Ich möchte das ganz normal gerade haben. Hallo? Das ist es sogar. Das sieht wahrscheinlich dann so aus. Don't you do that again. Also, die hässlichste Reling der Welt ist jetzt fertig, deswegen müssen wir jetzt einmal beidseitig hier und hier mal ändern. Und was denke ich, ist ein Metall.
Sag mal, die Bilder sagen was komplett anderes, als es dann eigentlich ist. Und das hasse ich. Einmal hier. Einmal da. Ich denke sogar, das sollte passen, damit es den Augen nicht weh tut, weil man da nichts gut sehen tun kann. Deutsch. 9. 0. So. Ja. Jetzt weg mit dem Zeug, sonst schmeiße ich mich noch weg. Trotzdem nochmal Leitern, weil ich hier da oben ja dann noch was zu machen. Also ich baue jetzt einmal noch die Brücke direkt hier. Drüber. Die Wand hier hinten komplett hoch. Die Wand bleibt nicht so, aber hochgefahren. Das mache ich immer beim Anfang. Und so. Bitte jetzt noch nichts in die Kommentare schreiben, aber lasst ein Like da und ein Abo für mehr. Wir gehen mal in die Sicht. So, so sieht es aus, wenn wir dann drin stehen. Also brauchen wir Fenster. Gehen wir mal runter. Das war nicht zu weit. Gut. Window 2 by 2. Komm mal. Wenn man das, ja, das sollte gehen. Und dann brauche ich mal. Oben nochmal. Sieht doch nicht mal schlecht aus, oder? Hoffen mal. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben unten noch die Pumpen vergessen. Ich mache auch wasserdichten Türen rein und. Ja, ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Ich kann es nämlich gar nicht gut. Ein Steuerrad brauchen wir. Das dann auch. Das dann perfekt die Sicht versperrt. Am besten testen wir es mal aus, wie es ist, wenn ich da stehe. Also spawnen wir es mal rein. Also es schwimmt schon mal, es kentert nicht. Es hat noch eine leichte Lage wegen dem und weil das Lager ist von den Sachen. Das kann man auskorrigieren und ja. Hier gehen wir dann durch die Tür rein. Und dann, jetzt gucken wir mal. Da kommt man direkt hierher. Wenn man dieses Fenster aussetzt mit so einem großen Riss da unten, in diesem Balken, das verhöhert nur nochmal um
Machen wir einfach mal ein bisschen höher. Wir machen immer nehmen das raus und 4. So sollte es doch ein bisschen besser sein. Wenn wir erhöhen. Zu unseren Fenstern und holen uns da wieder einen Nachschub. Und dann machen wir es mal ein. Zwei Blockfenster. Zwei Blockfenster. Von vorne sieht es jetzt nicht so magic aus, aber das kann man aber auch wieder ändern. Man kann machen, wie man möchte. Naja gut, das passt eigentlich so. Dann spawnen wir das nochmal rein und gucken, wie es jetzt dann aussieht. Also es kentert nicht, weil es kann auch sein, dass Top Heavy ist. Also das war der englische Begriff, dass es oben mehr schwer ist als unten. Und ehrlich gesagt, es sieht auch nicht mal so klein aus, wie sonst hier eigentlich, was ich immer mache. Das hat eine gute Größe, also ich weiß nicht, was andere denken. Wenn die sagen, ach komm, mach doch so einen riesen Brummerteil. Dann ja. Okay, man kommt hier. Das ist jetzt schon ein bisschen sehr klein, aber ja. Hier ist alles dicht. Und hier auch ein Nihama. Weil halt sein muss. Es muss sein. Oh, ich habe hier vorne das Lager vergessen. Gut, man kommt rein und raus. Vorsicht, Bombe. Okay, das funktioniert. Aber sinken tut das auch nicht. Das ist nämlich. Hat das zwei Blöcke oder ein Block gemacht? Oh, es sinkt. Trotzdem, egal wie dick es ist, es muss nur Schaden zwischen den Blöcken sein, es ist schon vorbei. Naja, war zumindest mal ein Test wert. Wie das hoch? Okay, das sinkt schon schnell. Na, ich möchte mich da einschließen. Hold up, wait a minute. Hold up. Hey, boah. Ja. Au. Oh, holy Jesus.
passieren sollte mit dem Motor dann. Okay, es lehnt sich dann zur Seite. Kommt ja auch wegen der offenen Tür, das ist alles egal eigentlich. Aber wir sinken. Und jetzt gucken wir mal, ich muss auch testen, wie lange es dauert, bis es sinkt. Also, das ist jetzt nicht für Spaß, sondern ich muss testen. Okay, es geht schon sehr schnell unter, also bei Stein oder Megalodon-Kollisionen. Puh, Mann. Ja, nö. Also wäre es nichts für Komodo Gaming. Auch ein YouTuber und der nimmt's mit Megalodons echt ernst. Er mag die. Oder Tsunamis. Ich fühle mich jetzt wie auf der Bismarck. Die Bismarck ist ja damals, also das war ein deutsches Schiff und die ist torpediert worden. Komplett. Und dann war's vorbei. Dann war's vorbei mit der Geschichte. Die ist dann gekentert. Oh, holy Jesus. It's Bismarck time. It's Bismarck time. Bismarck. Ey, ich muss sagen, die singt halt wirklich wie die Bismarck. Naja, komplett was. Bis auf, dass es eine C4 war, die das Schiff zum Kentern brachte und dass sie nur auf sehr leichtem Wasser ist. Dann mache ich das Instrumentzeug für die Brücke. Und dann, ja. No, clip dich hoch. Zwischenspeicherung. So. Wir haben hier die Brücke mit einer guten alten Aussicht. Wechseln zu der Seite über und machen dann ein Loch dieser Größe mal rein. Suchen uns eine Tür. Wir machen was anderes. So. Bin ich jetzt so schlecht? Ja, natürlich bin ich so schlecht. Meine Güte. So. Achso, Martin. Jetzt muss man alle einzeln setzen. Ah, jetzt weiß ich, warum es diese Einzeldinger gibt. So.
wenn das jetzt funktionieren sollte, dann habe ich mich ein Level hochgekämpft in meinem Stormworks Wissens Abteil meines Gehirns, denn ich habe sowas. Wo soll ich das beidseitig lassen? Wir speichern mal, es hat nämlich lange gedauert. Und dann spawnen wir das mal, um zu gucken, wie dumm das aussehen wird. Aber naja, weil ich brauche irgendwo auch was, wo ich alles habe. Weil hier hinten kommen dann die wasserdichten Türen, Motor. Obwohl, ich brauche das nicht nochmal. Also können wir das da lassen? Naja. Dann, wir machen jetzt erstmal das Basic-Zeug, damit wir gleich jetzt alles auch mal haben. Ich brauche einmal ein Kopf, dreh dich halt mal um hier. So. Ich mache mal kurz beidseitig aus. Ich möchte das nicht beidseitig. Hole ich mir meine Sachen, die ich brauche, um dann das Schiff, fahren zu können. Also wir haben mal das. Ich habe gerade eine Liste hier liegen. Aber ich habe mir damals eine Liste gemacht für das, was man braucht. Alles. Aber naja, man braucht den Anschalter und man braucht ein Throttle. Also. Toggle-Button. Ja, das ist bloß für den Test, das ist nicht fürs endgültige Ergebnis. Brauchen wir nicht, ich brauche das. Also, mir ist gerade noch was eingefallen. Wie willst du ein Schiff steuern, wenn du kein Ruder hast? Ich denke, das wäre dann ein bisschen schwer. Das ist die Mitte. Ja, perfekt. Dann einmal Elektrik. Ich möchte meine Elektrik. Allem verbinden. Gut. Und dann, was für was ist? Motor an. Also, Frottel. Motor an. Und dann einmal Achse A und Achse 1A und D, W, S, A, D. Dann ist das Station. Ich würde sagen, wir speichern zuerst. Und dann testen wir das mal aus. Unser Planschbeckenboot hier. Wir haben angefangen mit dem. Das habe ich aber nicht aufgenommen, weil mein X-Rekord, der, nein, nicht X-Rekorder, sondern X-Rekorder benutze ich auf meinem Handy. Das ist immer so verwirrend. Ocam, mit dem ich gerade aufnehme, Ocam
war da nicht angeschaltet und ja. Ich hab verkackt. Ich hab was falsch eingestellt. Ich hab nicht einmal eine Gearbox ist ja drin, das ist alles. So, und dann brauche ich nochmal ein. Das brauche ich nicht. Geil. Dann hopp. Ich denke, jetzt soll es mal richtig sein. Ja, das ist nur für den Anfang jetzt mal. Aber es fährt zumindest schon mal. So, wenn wir jetzt dumm wären, sind wir, also bin ich zumindest, würde ich jetzt hier mal sowas nehmen und das habe ich schon und das. Dann würde ich das hier da platzieren, weil es eine scheiß Gearbox ist, die niemand versteht, also zumindest ich nicht. Und dann würde ich das. Hi, hi. So. Und dann habe ich jetzt auch gerade mitbekommen. Wir haben kein Ding mitgenommen. Kein Reparaturset. Also haben wir wieder verkackt. Mal wieder. Und dann, ja, können wir hier hoch. So, jetzt da wir sind ja auch auf USA jetzt also hier. Wir haben jetzt wieder mehr. Okay, der ist tot. Wir gehen wieder wie die Bismarck runter und jetzt möchte ich mal gucken, was passiert, wenn das Wasser hierher kommt. Und ich möchte jetzt auch mal Wellen aussetzen, aber jetzt möchte ich mal testen, ob ich das richtig gemacht habe. Und ja. Wir warten immer noch. Und die Sonne geht unter. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was passiert. Oh, ich habe oben nicht zugemacht. Dann wird es nicht als Raum angesehen. Oder? Mal? Ah, nee, doch nicht. Bismarck's Sinking Style. Ah, den Bunker habe ich noch nicht fertig gemacht. Oh, ja, Bismarck, das ist definitiv die Bismarck hier. Also, wir sinken halt wirklich wie die Bismarck. Oha, die geht da wirklich mit dem Heck zuerst runter und dann würde das Heck noch abbrechen. Oha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Ich möchte es eigentlich nochmal sehen irgendwie.
kleiner Spaß, okay. Ich möchte eigentlich schon noch. Los geht's. Wir müssen auch testen und da brauche ich. Oh, Lichter habe ich. Lichter habe ich vergessen. Mich ruft jemand an. Ernsthaft? Okay. Ich hab einfach aufgelegt, weil die komische Scheiße gebrüllt haben. Holy Jesus. We are still moving. I hope the propeller will not spin around and yeet up into the sky. Oh no, the motor dies. Oh my god. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich rede Englisch irgendwie. Ich möchte Englisch. Ja, Englisch ist, finde ich, besser als Deutsch. Ich weiß nicht warum. Das sind die Wörter nicht so kompliziert und aus dem Buch rausgeschissen, hingeschrieben und reingekackt. Zum Beispiel, ich rede mal Englisch. So, was hört sich besser an? We get a little bit of a list. Und es hat, wir lehnen ein bisschen zur Seite. Was hört sich besser an? Ich denke, es ist Englische. We are listening to the side. The hatch is open. Die Tür ist offen. Ich weiß nicht, Hatch oder Hatch. Ich hab's im Hinterkopf. Ich hab's genau da. Hatch, was, ja, ist egal. The port side, the starboard side. Die rechte Seite, die linke Seite. It's broken. Es ist kaputt. Das ist Deutsch. Das Deutsch hört sich nicht gut an. Nee. We are sinking. Wir sinken. Hilfe. Das We are sinking hört sich besser an als wir sinken. Hallo, Hilfe? Also. Bewegen wir uns noch? Ah, nee. Die Bismarck wurde abgeschossen. Und. Torpedo came right to the next to the ship, hit, and then the ship began to list. More and more list came to the ship. More and more stuff fell into the water. Everyone is shooting at the ship. Unknown. The ship is already sinking like a rock. The ship capsized to the side. And somebody is calling me again. And that's annoying. I'm taking off in 3, 2, blah, 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 1. Frohes Leben, ich nehme gerade ein Video auf und ihr stört mich wieder. Meine Güte. Ja. Und es läuft immer noch. Ich mach kurz Pause. So, nach diesem kleinen Vorfall, 4 Minuten später,
endlich wieder dabei. Den Untergang habe jetzt. Oh, das ist doch da noch. Okay, den Untergang selber, sich selber, diesen. Als es umgekippt war, habe ich es verpasst. Ich denke, ihr auch. Ja. Ist egal. Wir machen jetzt auch nämlich weiter mit dem nächsten Test. Und zwar, wir müssen gucken, ob es Wellen aushält, ohne sofort zu kentern. Und dann machen wir Flop. Wetter. Wind. Und jetzt auch schon sofort den Motor starten. Nicht, dass es mich gleich wieder durch die Ecken haut. Ich weiß, der Motor hat sich gerade echt schlimm an. Weil ich noch keine Gearbox richtig eingestellt habe. Also keine. Wie heißt es nochmal? Das andere Teil. Naja, egal. Okay, es lehnt ein bisschen zur Seite. Ich gehe mal in die Querfahrt. Was dann passiert. It might have been go down to the sea at the ground. Man, that's close. That's really, really close. What the fuck? I didn't spawn that. I promise. I didn't, really didn't spawn this tsunami. Tsunami. Tsunami? Hört sich wahrscheinlich sogar an, als hätte ich den gespawnt. Aber ich schwör's bei meinem Leben. Der ist auch so rundförmig. Könnte von dem Meteoriten sein, der eingeschlagen ist. Oh, der trifft mich. Der trifft mich. Der trifft mich noch. Oder? Komm, mit der Kleinen. Ja. Also, was schaffen wir so drüber jetzt? Und da hinten verschwinden unsere Base-Sachen. Dreck. Okay. Okay, eine Tsunami hält es. Doch nicht so ganz aus. Aber dafür kann ich es jetzt nochmal untergehen lassen. Also, diesen Tsunami, der gerade gesehen wurde von uns allen, ich habe den nicht gespawnt, denn ich habe es auch nicht mal gesehen, als ich. Wetter, also als ich Wind umgestellt habe. Also. So. Nachdem das alles vorbei ist, können wir dann den nächsten Test weitermachen mit starkem Wind. Oh nee. Wir bauen dann weiter, weil sonst gibt es hier gar nichts mehr. Perfekt. Also. It's not that bad, 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 bad.
Oh yeah. Man hat es jetzt gesehen. Jetzt wurde es erst als Raum angesehen, als ich den Deckel oben drauf gemacht habe. It's hurting. It's hurting. It's hurting a lot. Hurting, it's hurting a lot. Ach ja, und ich entschuldige mich nur, weil ich denke, dass es dann laut wird bei der Aufnahme. Nicht, dass sie mich da komplett laut haben, weil meine Stimme sehr leise oder laut ist. Noch einmal kommt da dieses Geräusch und dann kaputte Ohren am Start. Wir warten immer noch, bis das Wasser reinkommt. Also, um zu testen, um zu gucken, ob das jetzt funktioniert, weil dann kann man eigentlich mit dem Rest fertig machen. Test Deutsch. Also, damit wir mit dem Rest hoch. Oh, holy Jesus! Es war ein bisschen zu schnell. Ich bin gleich wieder da, also bis gleich. Also, ich bin wieder zurück und ich denke, wir machen das Teil 2 Video morgen, weil es ist schon lange Zeit, die ich jetzt schon aufnehme. Und ja.
bis zum Teil 2, der wahrscheinlich heute noch kommt. Bis dahin. Ciao.